Hallo, we are the Pili Class. Wir erklären euch heute die Pili Klasse. Hello, what's your name? My name is Deshaun. What is your name? My name is Nick. What is your name? My name is Aaron. Is this the Billy class? Yes. What is the Billy class? In Frankfurt, die Billy Klasse. In the Billy class redet man Deutsch und Englisch. We talk in the Billy class English and German. Oh, I can't speak German that well. Das ist kein Problem, das ist die Billy Klasse. This is not a problem, this is the Billy class. Oh, what is the Billy class? In der Billy Klasse ist der Gel-Unterricht auf Englisch und Deutsch. In the social study, Billy ist die Lesson in German and English. Oh, what are you talking about right now? We're talking about social study right now. Oh, okay. Welcome in the Billy Class party. Thank you. Bye-bye. Hello, what's your name? My name is Selma. And my name is Samantha. What is your favorite color, Selma? My favorite color is blue, green. And my favorite color is purple. And what is your favorite color, Rania? My favorite color is blue. What is your favorite subject, Selma? My favorite subject is math. As my favorite subject is English. What is your favorite subject, Anya? My favorite subject is social studies. Wir sind die Klasse 5C und die erste Bildungswahlklasse an der HVB. Wir lernen intensiv Englisch und lernen Gesellschaftslehre in Englisch und dadurch können wir bis jetzt perfekt Englisch. Natürlich müssen wir dafür auch sehr fleißig sein. Aber dafür macht es allen Spaß und wir sind immer jede Stunde dabei und wir lernen jedes Mal 50% mehr dazu. Auch die extra Stunde Englisch können wir Englisch besser und haben auch bessere Noten. Unsere Englischlehrerin Frau Hertel bzw. Wissen Hertel hat viel Geduld und erklärt uns alles fließend und wir sind auch froh, dass wir in dieser Bildungswahlklasse sind. Wir freuen uns jede Stunde auf die Bildungswahlklasse. Die erste Bilingualklasse. Wir sprechen im Englischunterricht Deutsch und Englisch. Bilingual bedeutet zweisprachig. GL heißt in Englisch Social Studies. Uns gefällt es im Unterricht gut, dass wir zum Teil mitbestimmen dürfen. Los! Hallo, wir sind die Billy-Klasse. Und wir beide sind halt in der Bilingual-Klasse. Und jetzt erklären wir euch, was Billy heißt. Billy heißt Gelbilingual, wie wir es ja gerade eben schon gesagt haben. Da reden wir zum Teil Deutsch und zum Teil Englisch. Wir hatten als erstes Thema Windrose, also die Windrose. Unser zweites Thema war die Atlasarbeit. So, jetzt wisst ihr ja schon einiges über die GL Bilingualklasse und ja. Viel Spaß und einen schönen Tag noch.